Okay, das heißt, wir haben jetzt Fabriken bauen können, das ist sehr schön. Wir haben Kisten, die auch für diese Blueprints benutzt werden können. Wird angegriffen. Aber das ist alles okay. Die letzten Türme. Jetzt langsam endlich mal. Ach, bau ein. Das ist sehr schön. Bau schon mal ein davon. Das da sieht schon besser aus. Und 9 davon. Was ist mit euch? Ihr habt nur eine Range von 25. Und ihr braucht irgendeine Muni. Ja, wobei die Munition, die erhöht nur Schaden, richtig? Wir haben jetzt nicht irgendwie eine besonders leichte Munition, die weiter fliegen kann. Sonst hätte ich dann versucht, die Türme noch dazwischen zu bauen, weil die sehen auch wesentlich kleiner aus. Die hier hätte eine ähnliche Größe. Reflects damage. Receiving kinetic energy. Recharges all the field. Achso, das ist quasi eine Tesla-Spule. Aber die macht nur Schaden, wenn sie gehauen wird. Muss ich mal noch angucken. Yes. Du. Nee, du bleibst da. Die Türme bitte dahin. Die kann ich schon mal setzen. Und baue noch mehr davon. Gut. Und jetzt warte ich eigentlich erstmal nur ab, ob das mit den braunen Chips und den hellblauen Tränken einigermaßen hinhaut. Oder ob wir noch mehr davon bauen müssen. Wenn wir noch mehr davon bauen müssen, dann setze ich das nicht mehr benutzte Muster. Also was hier jetzt außenrum bei den Türmen noch lang läuft, das verlängere ich dann nach hier unten und fange dann da unten an, neue Fabriken aufzubauen. Genug Landfill müssten wir langsam haben, um ein bisschen was da unten zu veranstalten. Gut. Ich wollte hier oben gerade was. Genau, ich wollte die Türme setzen. Die paar, die wir jetzt schon gebaut haben. Da. Auch wenn das abermals nicht reichen wird. Aber wenigstens haben wir so ein bisschen was an Ordnung hier oben. Weg. Ich bin echt versucht, langsam auf die Vanilla-Version umzusteigen. Aber das Problem ist halt, dass die ganzen Mods noch nicht für die Vanilla-Version umgestellt sind. Aber es sieht sehr schick aus, was man machen kann. Also mit diesen Bodenplatten und so weiter, damit der ganze Boden mal ein bisschen einheitlich aussieht und nicht hier Teil Wüste, Teil Braun, Teil was weiß ich. Eine richtig schöne Betonwüste mit einer Killer-Roboter-Armee obendrauf. So gehört sich das. Und du. Da oben drauf. Und dass man sich ein Robopack einen Roboport auf dem Rücken schnallen kann. Das ist auch ein sehr interessantes Konzept. So, das hier bitte alles weg. Weg. Das weg. 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 Und die paar sehr schnellen Roboter, die ich gebaut habe, also Construction Bots, die machen sie auch bezahlt. Das sind diese hell türkisen da. Jetzt sind richtig schön schnell. Du kannst doch schon mal setzen. Oh. Die Blueprints werden über den Abrissbefehl gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Abrissbefehl mache und gleich oben drüber den Blueprint, dann wird beides gemacht. Dann wird zuerst abgerissen und sobald abgerissen wurde, ist das Feld quasi frei für den Blueprint. Sehr schön. War das schon immer so? Hm. Na gut, das kannst du erstmal machen. Ich glaube, wir haben langsam keine MK1 Solar Panels mehr. Das heißt, ich mache mit denen dann mal weiter. Wenn ich mir gar nicht sicher bin, ob das jetzt MK1 oder MK2 ist. Also sind Zweier, aber normalerweise sind die Vanilla-Sachen MK0 und die Stufe drauf dann MK1. Hm. Und die Large Charge Pads, die haben eine interessante Größe. Die sind 2x2, richtig? Ja, sieht so aus. Okay. Tu die mal vorerst damit hin. Guck mal, wie sich das so entwickelt. Hellblaue Tränke sind langsam auf dem Weg nach oben. Momentan sehe ich 194. Braune Tränke sind wir bei 740. Waren wir gerade. Ist auf jeden Fall trotzdem steigend, richtig? Das schwankt tierisch bei denen.
750 jetzt kurzfristig. Scheint noch gut auf dem Weg zu sein. Das ist schön. Angriff im Westen. Wird soweit alles noch ausgehalten. Okay. Wo sind grüne Tränke? Grüne Tränke sind unten bei 378. Grüne Tränke habe ich jetzt noch nicht gebaut, ne? Nee. Die tue ich dann auch gleich mal hier hin. Das heißt, du kopierst bitte mal ganz kurz. Lass mich hier durch. Kopierst bitte mal ganz kurz. Da. Zweimal unten einfach unten hin. So. Grün und grün. Und dann mache ich daraus auch lila Fabriken, die ich mir übrigens mal klauen könnte. 18 lila Fabriken. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nein, nicht du. Du, da. Du bist doch festgenagelt, so. Blub. Blub. Achso, und du brauchst jetzt noch Fließbänder, weil oben braucht man keine Fließbänder, weil die direkt daneben waren. Also so, so. Alles ist beschränkt und... Na, hahaha. Da wird was zerstört. Wollte ich nicht kurz nachdem ich es aufgebaut habe, wieder vorbeischauen, um Sachen abzuholen? Ja, aber ist okay, es wurde nur ein Turm verletzt, zerstört. Es war einer von den Billigtürmen. Gib mir Unicom-Zeug, ganz viel. Gut. Oh, wow. Wurde doch ziemlich viel kaputt gemacht. Und das sieht fast nach Flächenschaden aus. Also als wenn da so ein Biter irgendwie eine Bombe geschmissen hätte oder so. Und in der Mitte ist am meisten Schaden und nach außen hin halt weniger. Ich glaube, ich hatte da was gehört, dass auch andere Beißer eingefügt wurden. Das müsste ich mir mal genau angucken. Erstmal laufe ich hier mal lang und gucke mal, ob bei den Leichen irgendwas Außergewöhnliches dabei ist. Halt auch mal F gedrückt, falls da Leichen bei sind, die man noch nicht automatisch einsammeln kann. Warum auch immer. So, was haben wir da? Spitter, Big Biter, Big Spitter. Nö. Nichts Außergewöhnliches. Komisch. Du kriegst 9 Turm. Kniep. So. Das soll erstmal eine Weile reichen. Das kommt jetzt nach unten. Noch mehr Türme. Obwohl wir schon fast fertig sind, ne? Ja, sehr gut. Dann müssen wir es nur irgendwie schaffen, Richtung Turpastürme zu kommen. Auch wenn wir dafür bestimmt nicht genug Lila-Tränke haben werden. Das sieht schön aus mit den ganzen gelben Sachen hier. Also nicht, dass die Farbe unbedingt so super toll ist. Das könnte ruhig ein bisschen goldiger sein und weniger gelb. Aber, ne, hier. 15,4 Gigajoule Akkuleistung. Und tagsüber sehr viel Energie. Wobei das halt jetzt noch ein Problem ist, weil, ne, wir arbeiten mit den Dingern, die durchgehend arbeiten. Das heißt, die Akkus bringen uns gar nicht so super viel. Ja, das kommt später noch alles. Es gab da übrigens auch von dem Mod-Autor in den Kommentaren mehrere Bilder, wie man sowas auch noch aufbauen könnte, also Stromversorgung allgemein. Und da waren so viele Maschinen bei, die ich noch gar nicht gesehen habe. Das ist krass. Also der Mod ist riesig. Ich wage mich ja schon immer schrittweise ran, aber da sind noch so viele Kleinigkeiten dabei. Das ist echt Hammer. Vor allem auch die Atomgeschichte, da freue ich mich auch schon drauf später, wenn wir die mal ausprobieren. Aber dafür hätte ich ganz gerne erstmal eine stabile Basis und all sowas. Ja. Oh ja, man kann später auch noch Handel treiben, also Off-Planet-Handel. Dass man quasi mit anderen Rassen oder so Handel treibt und dafür Credits bekommt, irgendwas in der Richtung. Und die kann man dann eintauschen gegen andere Sachen. Das ist echt abgefahren. Hat er echt schick gemacht. So, das weg, das weg. Okay, das kann ich erstmal laufen lassen. Was würde ich jetzt noch ganz gerne machen, während ich darauf warte, dass die ganzen Sachen sich stabilisieren, die Forschung durch ist? Genau, ich würde jetzt ganz gerne nach unten gehen, das weiter auffüllen lassen und anfangen, die ersten Fabriken zu bauen. Und zwar Fabriken, die in keiner Weise... Oh. Und vielleicht ein paar Mauern setzen. Und zwar Fabriken, die in keiner Weise verbunden sind mit Ärmchen. Also außer nur in absoluten Notfällen. Aber ich hätte das gerne wieder so ein bisschen so wie in der letzten Staffel. So, hier schon mal zu. Hintertür ist dicht.
und ich brauche hier mehr Engellampen. Blub. Blub. Und ja. So. Mehr Türme. Viel mehr Türme. Hier müssen nämlich auch welche davon hin. Zumindest schon mal so ein paar, sonst werden wir gleich überrannt. Wobei ich denke, die meisten Balter werden direkt frontal hier drauf zulaufen und nicht extra einen Umweg laufen, um hier unten ranzugehen. Aber wer weiß, verhalten sich manchmal echt irrational, die Viecher. Da war schon wieder Angriff. Blutleichen, komische Artefakte. So muss das sein. Sehr gut. So, du machst hier jetzt bitte noch einen Schnitt nach unten. Das bitte auffüllen. So. Und jetzt baue ich hier hin unser altes Muster, das wir gar nicht mehr wirklich brauchen, sobald wir hier eine Augstation haben. Aber das alte Muster hilft mir, die Fabriken hier ordentlich anzusortieren. Ich bräuchte hier nur auch Robo-Abdeckung erstmal, denke ich. Habe ich noch einen Roboport? Ja, habe ich. Dann setzen wir den hier irgendwo einfach hin. Hat natürlich keinen Strom. Ich setze ihn dahin, damit die Roboter hier die Fabriken etc. anfliegen können. Also das Muster war der Gestalt, dass der Pfosten, glaube ich, in der Mitte war zwischen den Dingern. Oh nee, das war ganz anders. Ich hatte ja ein extra Muster dafür. Das war so ein überlappendes Ding, ne? Genau. Es hatte sich da in der Mitte überlappt. Und es war auch noch hier was und da was und dazwischen war noch was frei. Nee, das geht nicht. Wie mache ich das jetzt? Das heißt, ich müsste... Ja, okay, ich habe eine Idee. Ich müsste theoretisch jetzt Fabriken bauen von da bis da hinten hin und dann nach unten. Also quasi... Die gesamte Basis mit Fabriken vollkleistern, damit ich weiß, wie das Muster aussieht. Alternativ nehme ich mir 50 kleine Fabriken. Achso, haben wir gar nicht. Nee, ich oh. Das war nicht gut. Nochmal, wenn ich nutze Eisenzahnräder. Oh, Ärmchen ist zu langsam. ETF. Ja, ich hatte vor kurzem noch gemeckert, dass ich ja hier keine roten Kisten brauche, aber genau das bräuchte ich jetzt eigentlich ganz gerne. Nochmal so. Beschränk dich mal auf 2 Stacks. Nicht, dass ich jetzt wirklich die alten Fabriken brauche, also zum Waren herstellen. Ich will sie nur als Platzhalter benutzen. 28 könnten schon fast reichen. Also einfach immer blub. Und so ziehe ich jetzt einmal ganz rüber bis zur Ostmauer. Jetzt einmal so. Dann kommen 3 Felder frei statt 1 Feld. Oh Gott, das atmet aber aus. 1, 2, 3 Felder frei, richtig? Nee, 1, 2, 3, 4 Felder frei. 4 Felder frei. Fabrik. Da sind jetzt die wieder ein Rücken an Rücken. Okay. Dum, dum, dum. Und so lege ich jetzt quasi einen Weg bis nach unten rechts und dann kann ich mich daran orientieren. Dann müssten die einheitlich sein, die Fabriken. So, bis hierhin? Oder ist das zu nah dran? Ist es zu nah dran, weil ich hier später ja auch noch die Solarpanels haben will. Das ist richtig. Das heißt, ich sollte jetzt eigentlich testweise mal hier einen Block Solarpanels hin tun. Und dahinter ein Block davon. Und mich daran orientieren. Für später. Wenn wir die Kohle hier irgendwie anderweitig abbauen können. Zum Beispiel mit dem Mining Drill MK6. Den wir einfach hier hinhauen. Dann wird die Kohle da auch abgerissen werden. Weil es halt eine riesige Reichweite hat. So, du. Bis hier. Ja, das geht richtig schön auf. Okay. Und jetzt wieder nach unten. Also jetzt wieder
4. 1, 2, 3, 4. Da. 1, 1. 2, 3, 4.